Leute, heute kommt ein etwas anderes Video als sonst. Ich glaube, ich habe letztes Jahr um diese Jahreszeit ungefähr genauso ein Video gemacht, nur zu einem anderen Thema. Und zwar möchte ich einfach mal mit euch über etwas reden, was mich beschäftigt. Und ich wusste nicht genau, wie ich dieses Video nennen soll und wie dieses Thema überhaupt ist. Deswegen nenne ich es jetzt einfach mal Niemand ist perfekt, weil es soll um Selbstzweifel, Selbstbewusstsein und Imperfektionen und sowas gehen. Und ja, ich hoffe, es ist auch irgendwie in eurem Interesse, weil ich denke, wir haben da einige Sachen zu bereden. Ja, darum wird es heute in diesem Video gehen. Ich hoffe, ihr habt Lust auf mal so ein bisschen ernsteres Video. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Der Grund, warum ich dieses Video mache, sind meine eigenen Selbstzweifel, sage ich mal, die mich etwas sauer gemacht haben. Denn es geht um meine Zähne. Wie ihr wahrscheinlich schon öfters gesehen habt, sind meine vorderen, sind das Eckzähne? Ich weiß nicht, also die neben den Eckzähnen und neben den Schneidezähnen, also dazwischen, die sind halt ziemlich schräg bei mir. Meine Schneidezähne sind sehr groß und unten, die sind auch ziemlich schräg. Und ich habe mir da irgendwie früher nie so richtig Gedanken drüber gemacht, also mir war das irgendwie egal, dass ich schräge Zähne habe, sag ich mal, beziehungsweise ich glaube, es wurde über die Jahre einfach nur schlimmer. Also früher waren die nicht ganz so schräg. Meine Schneidezähne, dass sie so groß waren, die habe ich schon immer, also das habe ich schon immer gesehen, aber es hat mich auch nicht weiter gestört. Und das mit den schrägen Zähnen hier vorne ist mir halt erst vor zwei Jahren, na, noch nicht mal anderthalb Jahren vielleicht so richtig bewusst geworden. Ja, ich habe einige Kommentare damals dazu bekommen von wegen, ja, lass dir mal deine Zähne richten, bla bla bla. Und ich lasse mich wirklich nie von Kommentaren beeinflussen, also von schlechten Kommentaren. Wenn mir jemand sagt, du bist hässlich, dann ist mir das egal. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr etwas habt, was euch sowieso schon stört und dann noch jemand was dazu sagt, dann trifft einen das voll. Wenn man jetzt zum Beispiel eine große Nase hat oder so und dann jemand sagt, boah, deine Nase ist voll groß, wenn, auch wenn es noch nicht mal böse gemeint ist. Ich glaube, dass ihr das bestimmt kennt, dass ihr dann einfach betroffen seid. Und so ist das eben bei meinen Zähnen. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt. Ich rege mich darüber auf, dass mich das belastet und dass mich das trifft, weil es sind nur Zähne. Ich werde durch meine Zähne nicht komplett entstellt. Malte sagt auch immer, es gehört einfach zu mir. Ich habe schon öfters darüber nachgedacht, ob ich mir irgendwie eine Zahnspange machen lasse oder so. Aber es wäre eben nur eine Schönheitskorrektur und deswegen wäre es arschteuer. Ich habe trotzdem darüber nachgedacht. Aber Malte hat immer gesagt, nee, komm, das sieht schön aus, das gehört zu dir. Ja, deswegen habe ich mir dann auch mal so überlegt, wieso stört mich das eigentlich? Es sind nur Zähne. Es gibt so viel wichtigere Dinge im Leben. So, ich bin gesund. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich mega hübsch bin, aber ich sehe ja sonst eigentlich gut aus, sage ich mal. Wisst ihr, was ich meine? Es sind nur Zähne. Ich hoffe, ihr versteht irgendwie, was ich versuche zu erklären. Ja, darüber habe ich einfach mal so nachgedacht. Ich weiß nicht, ob dieses ganze Video gerade Sinn macht, aber mich stört es einfach, dass man sich an solchen kleinen Sachen aufhält. Wie ich eben schon gesagt habe, einer von euch hat bestimmt eine große Nase und regt sich darüber auf. Wieso denn? Es ist nur eine Nase. Haltet euch doch mal an die schönen Dinge in eurem Gesicht oder an eurem Körper oder an eurem Charakter, wenn ihr tolle Witze erzählen könnt oder so. Das ist doch was Tolles. Das sollte doch von so einer großen Nase ablenken. Und eine große Nase kann auch schön sein, genauso wie schräge Zähne schön sein können. Es gibt Models, die haben eine riesen Zahnlücke. Und ich möchte mit diesem Video ein bisschen vielleicht bezwecken, dass jeder mal so ein bisschen drüber nachdenkt, was vielleicht an einem nicht toll ist, aber ist trotzdem als toll anzusehen. Wisst ihr, was ich meine? Ich versuche in letzter Zeit immer, mir zu sagen, ich habe zwar schräge Zähne, aber das gehört zu mir und irgendwie ist es ja auch süß, sag ich mal. Die Zähne, wenn mir kalt ist, wenn ich kalte Lippen habe, dann guckt der kleine Zahn hier aus der Lippe raus. Und das ist ja auch irgendwie was Schönes und was Lustiges. Vielleicht findet ihr ja auch an eurer nicht so tollen Sache, die ihr nicht so toll findet, findet ihr vielleicht ja auch was Tolles und könnt euch das ein bisschen schöner reden, sage ich mal. Ich hoffe, meine Message mit diesem Video ist irgendwie angekommen. Ich könnte noch stundenlang darüber weiterreden, aber ich finde es schwierig, dieses Thema zu thematisieren. Ich hoffe, ich habe irgendwas bei euch ausgelöst. Das würde mich mega freuen. Vielleicht schickt ihr mir sogar Bilder von euren nicht so perfekten Sachen und schreibt mir, was ihr daran vielleicht doch toll findet, wie ich mit meinen Zähnen, dass ich sie jetzt doch süß finde und ja. Ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.